Willkommen, liebe Zuschauer, zu einer Zeitreise, zur ersten im neuen Jahr. Schön, dass wir wieder gemeinsam auf diese Reise gehen wollen. Und es wird ein ganz tolles Jahr. Rostock als Höhepunkt garantiert. 800 Jahre wird meine Stadt alt. Und das ist für mich gleich auch ein Thema, ein Hinweis für Sie, eine Empfehlung. Wir haben eine DVD gefertigt über 800 Jahre Geschichte Rostock in 7 einzelnen Episoden. Es lohnt sich garantiert. Und die Kontaktadresse, die blenden wir selbstverständlich ein. Und zum Ende der Sendung hole ich das Ganze noch einmal zum Vorschein, damit Sie mitschauen. Schreiben können. Tja, 800 Jahre, das bedeutet natürlich viele, viele Veranstaltungen und das bedeutet andererseits auch viele, viele Gäste, die wir haben werden. Und diese Gäste werden nicht nur die Veranstaltungen suchen, sondern zum Beispiel auch solche Häuser wie hier hinter mir. Und das heißt, heute gibt es die Geschichte über die Toiletten. Zwar redet man nicht gerne darüber, aber jeder benutzt es. Das hängt damit zusammen, dass dem Gang aufs Klo noch immer etwas Anrüchiges anhaftet. Zu Unrecht. Toilette, WC, 00, Abort, Klosett, Klo, Latrine, Donnerbalken, Pissoir oder wie auch immer man die Einrichtung nennt. Sie ist eine große zivilisatorische Errungenschaft der Menschheit. Und die Geschichte dazu ist nicht nur interessant, sondern auch sehr lang, bereits einige tausend Jahre. Auf den zu Schottland gehörenden Orkney-Inseln soll es bereits vor 5000 Jahren Klos gegeben haben. Auch die alten Kulturvölker, zum Beispiel die Ägypter, haben dem natürlich nicht nachgestanden. Etwa 1200 Jahre vor Christus bauten sie in den Totentempel für Ramses III. Ein Klo ein. Aber auch die alten Inder waren bereits Klobetreiber. Die Griechen hatten 2000 vor Christus dazu bereits unter den Klos eine Wasserspülung. Und auch die Minoer auf Kreta waren etwa zur selben Zeit sehr fortschrittlich. Sie bauten zum Beispiel schon sehr früh für ihre Königin im Palast des Knossos eine wassergespülte Toilette. Die erste richtige Klokultur haben wir aber den Römern zu verdanken. In Rom selbst gab es im 4. Jahrhundert nach Christus 144 Latrinen und 254 Necessaria, also Pissstände. Öffentliche Toiletten wurden vom Staat betrieben oder an Pächter vermietet. Die Latrinen waren öffentliche Anlagen mit mehreren Sitzen in einem Raum. Meist waren es steinerne Bänke mit Abortsitzen, vor denen eine schmale Rinne verlief. Bei den vornehmen Römern, also in den Häusern der Reichen und in den Landhäusern von Großgrundbesitzern, waren die Örtlichkeiten durchaus auch Treffpunkt. Man versammelte sich dort und palaverte, während man nebeneinander saß. Allerdings darf stark bezweifelt werden, dass es sich dabei um stille Örtchen gehandelt hat. Wurden doch hier richtige Geschäfte und Politik unter 50 bis 60 Personen besprochen, die hier gleichzeitig ihren Bedürfnissen nachkamen. Regelmäßig wurden die Räumlichkeiten per Hand von Sklaven gesäubert. Direkt unter den Sitzen gab es einen Wasserkanal. Dieses Wasser wurde von den Quellen in den Bergen über Aquädukte in die Städte der Römer geleitet. Das Klo wurde so direkt gesäubert und von den Fäkalien befreit. Die Abflüsse mündeten in große Abwasserkanäle, die sogenannten Kloaken. Das Schmutzwasser gelangte, zum Beispiel in Rom, so in die Kanalisation, die Cloaca Maxima, die meist verdeckt die Stadt durchzog, dabei öffentliche Toiletten tangierte und am Ende in den Tiber mündete. Selbstverständlich nutzte auch im großen Römischen Reich diese Art der Toiletten zunächst das Militär, bevor sie dann in den zivilen Hochburgen ihrer Provinzen übernommen wurden. Hauptsächlich kam in den Häusern der römischen Oberschicht des Nachts so etwas wie ein erster Nachttopf zum Einsatz. Selbstverständlich gab es bei den Römern natürlich auch eine Schutzgöttin der Abzugskanäle und Kloaken. Es war Venus Cloacina. Ihr zu Ehren wurden sogar Tempel gebaut, so unter anderem auch im Zentrum von Rom. Das Römische Reich zerfiel im 5. Jahrhundert nach Christus
Und damit ging auch die Klokultur verloren. Sie war über viele Jahrhunderte des Mittelalters hinweg in Vergessenheit geraten. Im 13. Jahrhundert galt nur die Vorschrift, es einen Steinwurf weit entfernt zu tun. Oder man ging hinter das Haus. Die Bewohner der Städte kippten den Inhalt ihrer Nachttöpfe einfach auf die Straße, wo es erbärmlich stank. Das war in fast allen großen Städten Europas üblich. Auch Rostock machte hierbei keine Ausnahme. Die wohlhabenden Bürger benutzten im 13., 14. Jahrhundert einen mit Brettern verkleideten Aborterker, oft an der Hofseite ihrer Häuser. Vornehmerweise nannte man das Geschäft nun Abtritt. Die Hinterlassenschaften plumpsten entweder in ein Fallrohr an der Häuserwand oder in den Fäkalieneimer. Dieser wurde dann in einer Sickergrube entleert. Diese praktizierte Abwasserbeseitigung mit Kloaken, Gruben und Fäkalieneimern oder aber auch direkt in Gewässer war ein extrem gesundheitsgefährdendes Chaos. Dies beweisen auch Ausgrabungen, wo Fäkaliengruben in unmittelbarer Nähe der Trinkwasserbrunnen existierten. Selbst im Haus des Malers Albrecht Dürer befand sich neben dem Küchentrakt der Abort. Auf dem Lande erledigte man ohnehin auf dem einfachsten Weg seine Notdurft. In ganz Europa soll es zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert nur ganz wenige Großstädte mit einigen öffentlichen Toiletten gegeben haben, so in London, Basel und Frankfurt am Main. Die Straßenkehrer des Mittelalters waren mehr als ausgelastet, denn in den Städten waren die menschlichen Exkremente, die sich mit Abfällen aller Art und tierischem Dreck mischten, kaum noch zu entfernen. Man kam nur mit sogenannten Trippenschuhen hindurch. In Hamburg zum Beispiel gab es den Kummerwagen, womit die Exkremente vor die Stadttore gebracht wurden. In Rostock wurde bereits 1734 eine Gassenordnung erlassen. Hierin wurde festgeschrieben, dass Gassenkot entfernt und Fäkalien aus den Häusern abgeholt werden sollten. An Außenwänden von Burgen oder auch Klöstern gab es Toiletten in Form von Nischen und Aborterkern, die oft einfach ins Freie führten. Man ließ also sein Innerstes in den Burggraben platschen oder ein Gewässer führte direkt durch das Klostergebäude hindurch. Innerhalb der Burgen und Schlösser gab es dafür dann die teils versteckten Sitzgelegenheiten an den Außenmauern der Schlösser. Im bayerischen Kloster Reitenhaslach baute man für einen Papstbesuch ins Zimmer einen extra Abtritt. Im Vorzeigeschloss Versailles gab es zwar 2000 Zimmer, aber nur ein Klo. Der König selbst machte es zur Tugend, auf einem besonders schicken Exemplar eines sogenannten Kackstuhles Empfänge sitzend abzuhalten. Korridore, Flure, Raumecken, Eingänge und Durchfahrten sowie Höfe, Gärten und Parkanlagen wurden ohne Hemmungen benutzt. Im Schloss Versailles stank es zu dieser Zeit gotteserbärmlich. Schlafgemächer und Kabinette waren mit tragbaren Leibstühlen ausgestattet. Doch kommen wir nun nach England. Im Gegensatz zur einst primitiven Toilette von König Richard III. Im 15. Jahrhundert war die von König Wilhelm III. Von England im 17. Jahrhundert mit einem samtbespannten Sitz geradezu eine Luxusausführung. Bereits im Jahr 1596 erfand Sir John Harrington aus Kent das Wasserklosett. Seine Königin Elisabeth I. ließ sich ein solches WC auch prompt in ihrem Schloss Windsor einbauen. Die Erfindung geriet aber wieder in Vergessenheit. Das Patent dafür erhielt fast 200 Jahre später, 1775, der schottische Erfinder Alexander Cumming für seine Ausführung eines Wasserklosetts. Er baute es mit einem S-förmigen Abflussrohr, einem Siphon, um den Geruch einzudämmen und gilt seitdem als Erfinder des modernen WC. Dies geschah also in der Zeit der Industrialisierung im 18. Jahrhundert. Das Wasserklosett
und die dazugehörige Kanalisation wurden zu einer großen Errungenschaft der Hygiene, von der wir heute noch profitieren. 1870 wurde von Thomas Twyford, einem englischen Töpfer, die erste freistehende Keramiktoilette entwickelt. Twyford gilt mit seinen vielen patentierten Erfindungen und Verbesserungen rund um das Wasserklosett als einer der Pioniere im Bereich der Hygiene und Sanitärvorrichtungen. Auch das erste öffentliche WC der Neuzeit kommt aus England. Der Klempner George Jennings stellte es auf der Weltausstellung im Crystal Palace im Jahre 1851 im Hyde Park in London aus. Wer damals vornehm auf Reisen ging, konnte natürlich auch seine Reisetoilette mitnehmen. Im Schloss Bad Homburg soll es Anfang des 19. Jahrhunderts, genau 1820, in Deutschland die erste Toilette mit Wasserspülung gegeben haben. Sozusagen importiert aus England. Denn die Ehefrau von Landgraf Friedrich Joseph VI., Elisabeth, war eine Tochter des englischen Königs George III. Und seiner Frau Charlotta Sophia von Mecklenburg-Strelitz. Erhalten geblieben ist allerdings die 1860 installierte Toilette im Schloss Ehrenburg in Coburg. Auch diese stammte aus England. Sie wurde von Queen Victoria, die dort häufig zu Gast war, importiert. In jener Zeit des 19. Jahrhunderts gehörte auch Berlin mit zu den führenden Vertretern neuer hygienischer Maßstäbe für ganz Europa. Zwar versuchte man sich zunächst noch mit sogenannten Abtrittanbietern oder der Nachtemma, die des Nachts die Fäkalien in die Spree entsorgte. Doch schon 1820 stand im Zentrum, angeblich in der Nähe der Nikolaikirche, eine erste öffentliche Latrine. Ab 1878 eroberten die ersten Pissoirs die dortigen Plätze. Es waren gusseiserne Häuschen, die von den Berlinern Café Achteck genannt wurden. Auch die ersten Anstalten getrennt für Männer und Frauen wurden bereits gebaut. Die Idee zu solchen öffentlichen Klosettanlagen in den verschiedensten Varianten entstand ursprünglich in Frankreich, von wo sie schon zeitgleich vereinzelt auch nach Deutschland kamen, dort später nachgebaut und verbessert wurden. So auch durch den Berliner Kaufmann Johann Gottlieb Wilhelm Beetz. Er wurde weltweit bekannt durch die Erfindung des Ölsiphons, ein Geruchsverschluss, der ohne Wasserspülung mittels eines Mineralöls, das Urinol genannt wurde, funktionierte. Und was geschah nun zu jener Zeit zum Beginn des 19. Jahrhunderts innerhalb der alten Stadtmauern Rostocks? Zunächst nichts Entsprechendes. In der einst so reichen und stolzen Hansestadt wurde auch weiterhin direkt in die Straßen und ins Wasser entsorgt. Es stank hier nach wie vor an allen Ecken und Enden. 1810 beschloss der Rat erneut, dass Fäkalien nun aus den Häusern mit unterschiedlichen Wagen abgeholt und in große Gruben vor der Stadt, zum Beispiel bei Damerow, verbracht werden sollten. Diese Art der Entsorgung spielte noch bis zur kommenden Jahrhundertwende hier eine große Rolle. Mit dem enormen Anwachsen der Bevölkerung in der Zeit der Industrialisierung wurden die hygienischen Verhältnisse in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts immer unerträglicher. In den Arbeitervierteln wie der KTV war dies besonders katastrophal. Die Forschungen von Louis Pasteur und Robert Koch lieferten den endgültigen Beweis für eine enorme Gefahr von Cholera und Typhus. Einer Zeitungsannonce von 1875 ist zu entnehmen, dass aber geruchlose Klosetts bereits existierten und für herrschaftliche Häuser schon Wasserklosetts angeboten wurden. Ab 1870 wurden dann endlich die ersten Bedürfnisanstalten, meist nach französischem Vorbild, gebaut. Diese allerdings zunächst nur für ein bis zwei Personen. Vor dem Friedrich-Franz-Bahnhof, beim Steintor, beim Schwanschentor, beim Krüppeliner Tor, an der Krüppeliner Torbrücke, am Lagertor, bei der Marienkirche und bei den Scharen hinter dem Rathaus. Es waren meist Fertigbauten, die denen aus Paris und Berlin sehr ähnelten. Etwas später waren dann zum Beispiel noch die Pädagogienstraße und die einstige Blücherstraße, die heutige Rungestraße, an der Reihe. Ende der 80er Jahre
kamen nochmals einige dieser Einrichtungen hinzu. So standen diese dann unter anderem an der Viergelindenbrücke, am Alten Markt, am Alten Friedhof, dem heutigen Lindenpark, am Vögenteichplatz, an der Faulen Grube und auch an der Schnickmannbrücke im Stadthafen. Um die Jahrhundertwende dehnte sich Rostock immer weiter aus. Doch die Bedürfnisanlagen waren noch immer ohne Wasserspülung, wurden weiterhin mit abgedeckten Eimern und Kübeln betrieben. Und auch die Pissoirs konnte man weithin riechen. Zur Reinigung dieser öffentlichen Anstalten hatte die Stadt einen Arbeiter angestellt. In vielen Orten Deutschlands waren zur gleichen Zeit bereits Latrinenreinigungsmaschinen im Einsatz. Der technische Fortschritt machte es möglich. Zum Beispiel gab es auch zu jener Zeit in Berlin bereits Toilettenanlagen mit Wasserspülung und dann ab 1904 sogar welche mit Verbrennungsvorrichtungen. In Rostock sollten die neuen Anlagen nun ebenfalls mit Wasserspülung gebaut werden. Doch das wurde erst ab 1911 möglich. Denn erst in jenem Jahr wurde in Rostock ein dazugehöriges Abwasserkanalnetz gebaut. Eine erste Kläranlage konnte dann ab 1913 in Betrieb genommen werden. Diese befand sich in der Werftstraße, neben der alten Neptunwerft. Diese neue Generation der öffentlichen Anlagen war zum Beispiel für 1904 für das Rathaus vorgesehen und ab 1910 für die Wallanlagen, neben dem Kriegerdenkmal. Sie sollte die veraltete Toilette am Schwanschen Tor ersetzen. Außerdem waren nun auch in Rostock für alle Neubauten getrennte Männer- und Frauenbereiche vorgesehen. Dazu gehörte auch ab 1908 das Toilettenhaus am Doberaner Platz. Ein dort beliebter Kandelaber musste dafür weichen. Die Baupläne sahen hier zunächst noch die Errichtung einer Klärgrube vor, bevor dann diese Toilette am Doberaner Platz 1913 an das öffentliche Abwassersystem angeschlossen werden konnte. Das kleine, wie markante Gebäude gab dem Platz über Jahrzehnte hinweg etwas Unverwechselbares. Als es in die Jahre gekommen war, meinten die Verantwortlichen, dass man auf seine Funktion verzichten konnte und ließen es 1982 abreißen. Die Toilettenanlage am Saarplatz, wahrscheinlich vom damaligen Stadtbaudirektor Gustav Behringer entworfen, ging 1932 in Betrieb. Schon sehr lange gab es in ganz Europa, zum Beispiel in London, Paris, aber auch in Berlin, bereits unterirdische Bedürfnisanstalten. Auch auf diesem Gebiet hinkte Rostock lange hinterher. 1939 war es dann soweit. Die Anlage unter dem Universitätsplatz kam hinzu. Bis 1979 existierte sie dort, wurde dann geschlossen und an gleicher Stelle der Brunnen der Lebensfreude errichtet. Öffentliche Toilettenanlagen, wie wir sie heute in Rostock finden, haben ihr Aussehen stark verändert. Selbst namhafte Künstler wie Friedensreich Hundertwasser gestalten heute Toilettenanlagen. In seiner Wahlheimat Neuseeland zum Beispiel entwarf er die Kawakawa Public Toilette. Rostocks Toiletten sind übers ganze Stadtgebiet verteilt, wozu natürlich auch Warnemünde, Hohe Düne und Markgrafenheide gehören. Hier scheint es allerdings noch Reserven zu geben. Die Toiletten im Stadtkern sind ausgeschildert und an den verschiedenen Standorten gibt es sie in ganz unterschiedlicher Größe und Bauart, wovon laut Auskunft der Stadt keine für den Suchenden mehr als 250 Meter weit entfernt sein soll. Und hier ist eine weitere interessante Rostocker Toilette, eine der neueren Bauart. Es muss nicht unbedingt Hundertwasser sein, auch die sieht sehr interessant aus. Interessantes will ich jetzt auch noch erfahren von meinem heutigen Gesprächspartner. Das ist Herr Sven Schmeil und er kommt vom Amt für Umweltschutz. Und was machen Sie dort ganz genau? Da bin ich Abteilungsleiter der Abteilung Wasser und Boden und auch mitverantwortlich für Teile der kommunalen Sanitäranlagen. Das heißt also, wir stehen jetzt genau da, wo Sie eigentlich immer arbeiten müssen, wenn Sie nicht am Schreibtisch sitzen. Herr Schmeil, wie viele Toiletten haben wir denn in Rostock? Was ist da sozusagen jetzt der Stand und vor allen Dingen, was muss man über die Toiletten Rostocks noch wissen, ganz allgemein?
Also aktuell erfassen wir 39 kommunale Sanitäranlagen in den Tourismusschwerpunktbereichen. Das ist die Innenstadt und das ist Warnemünde, der Strandbereich, einschließlich Markgrafenheide. Und zukünftig werden das sogar ein paar weniger sein. Also wir wollen auf 29 Toilettenstandorte reduzieren, weil wir unterdessen eine Bedarfskonzeption zur Verfügung haben. Die hat die Bürgerschaft im Jahr 2017, im September, beschlossen. Die hat sich mit den Kriterien, wo und welche Art von Anlagen im Stadtgebiet vorgehalten werden sollen, befasst. Und danach werden wir die nächsten Jahre auch unsere Planungen orientieren. Gut, planen ist das eine, nutzen das andere. Hauptsache, die Leute finden auch die Toiletten. Öffentliche Ausschilderungen sind da, haben wir mal uns für interessiert. Aber gehen wir mal zu einem großen Thema. Das sind die Veranstaltungen, die in Rostock ja 800 Jahre bevorstehen. Hat sich die Stadt darauf vorbereitet, auch auf ihrem Gebiet? Also die Stadt ist ganz bestimmt schon sehr gut dabei, sich auf das Jubiläum, das Stadtjubiläum vorzubereiten. Und wie bei allen großen Veranstaltungen, die hier in der Stadt stattfinden, wird auch im Rahmen der Bedürfnisabsicherung eine Bereitstellung von Toilettenanlagen erfolgen. Und das ist Sache des Veranstalters. Ich verweise mal auf Hansesil, so ähnlich kann man sich das dann auch beim Stadtjubiläum vorstellen. Ja, und die Toiletten habe ich die Erfahrung gemacht, da braucht man keine Schilder, das kann man ein bisschen weit von vorne schon riechen, aber das ist ein anderes Thema. Lassen Sie mich noch fragen, wir haben jetzt die Sendung gemacht über den Innenstadtbereich, über die Geschichte. Wie viele Toiletten sind denn hier heute im Innenstadtbereich in Aktion? Aktuell haben wir 10 Toilettenanlagen, die in kommunaler Bewirtschaftung sind hier in der Innenstadt. Wenn ich da zurückrechne, ist nicht viel mehr, als es losging mit den Toiletten 1870er Jahre. Aber für die Umsetzung darf ich Ihnen natürlich den richtigen Riecher wünschen, im wahrsten Sinne des Wortes, dass unsere Gäste und die Rostocker sehr zufrieden sind. Dankeschön, dass Sie heute hier waren. Und Dankeschön, liebe Zuschauer, dass Sie auch dabei waren. Ich hatte ja versprochen, hier nochmal Ihnen die DVD ins Bild zu rücken, damit Sie die entsprechenden Daten mitnehmen können, wie Sie uns erreichen können. Und ansonsten darf ich Ihnen auch noch sagen, die Zeitreise erreichen Sie wieder im nächsten Monat zur nächsten Sendung. Danke für Ihr Interesse. Nochmals auch Dankeschön für Sie.